Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Ja, das letzte Mal haben wir noch ein zweites Rennen gefahren. Unser Auto ist leider explodiert und ich bin zu spät ausgestiegen, weil ich dachte, vielleicht könnte man ja nochmal mit einem brennenden Auto ins Ziel fahren. Das hat leider überhaupt nicht geklappt. Naja, jetzt haben wir aber auch keine Waffen mehr. Und ich schau mal ganz kurz, ist hier irgendwo in der Nähe ein Ammunition? Ja, da unten wäre einer. Wo wäre das Rennen? Das wäre da hinten, dann gehen wir lieber zu den Ammunition. So, nehmen wir uns hier mal wieder ein neues Auto. Und fahren wir einfach mal zum Ammunition. Ich hätte gedacht, dass das besser klappt, aber naja. So, schauen wir nochmal hier kurz bei Catalina vorbei. Die haben wir ja auch in der letzten Folge nochmal wieder gesehen. Die hatte ja jetzt einen neuen Freund. Und ich muss sagen, sie ist wirklich ziemlich durchgeknallt. Naja. So, hier das fliegende Auto. Dafür haben wir nochmal 21 Dollar bekommen für das fliegende Auto. So. Die Ammunition müsste gleich kommen, hoffe ich zumindest. Ja, hier unten, das sieht ja nach einer kleinen Vorstadt wieder aus. Ach, durch die sind wir ja in der letzten Folge sogar gefahren. Und was ist denn das hier oben? Kleider machen Leute, Kumpel. Ah, okay, ich verstehe. Das ist eine Frau, die kann man als Freundin gewinnen. Und die sagen einem dann halt immer, du musst die und die Klamotten haben. Sie sagte uns, wir sollen andere Klamotten haben. Ich weiß gar nicht, was sie gegen unseren... tollen Stil hat. So, kaufen uns hier einfach mal... Ja, kaufen wir uns einfach mal ein bisschen Munition für die Pistole. Was brauchen wir noch? Gewehr, was gibt's bei... Ach, da gibt's das Gewehr... Oh. Nein, das kaufen wir nicht. Aber wir können uns einfach mal eine Mikro-SMG, die Tech 9. Ja, kaufen wir uns die Tech 9. So, das soll ja auch reichen. So. Und, schau mal ganz kurz. So. So, verprügeln wir den hier mal. Dann kriegen wir auch dem seine Munition. So. Gut, haben wir noch mal ein bisschen extra Munition bekommen. Und ich glaube, die Freundin hier oben, die man kriegen kann, ist, wow, ich glaube, das wäre sogar ganz gut, die zu haben, weil die steht über in Ammunition und ich glaube, dann kriegt man vielleicht Rabatt im Ammunition. Hm, 10.000 würde hier diese Wohnung kosten. Nein, ich lass das mal. Offenbar eine sehr schöne Wohngegend hier. So, Durst haben wir nicht. Aber wir können uns ja trotzdem mal ganz kurz einfach mal was zu trinken kaufen. So. Und dann begeben wir uns wieder zu Caesar. Nehmen hier wieder unser tolles Auto. Das ist ja auch super geparkt. Gut, ich hab's da nochmal rausbekommen. So. Dann bewegen wir uns jetzt auf direkten Wege zum Caesar. So, können wir hier vielleicht ein bisschen abkürzen. Oh. War.
und ah Mist, da müssen wir hier oben auf diese Felsen. Kann man. Nee, da kann man nicht abkürzen. Hier kann man aber abkürzen. Ja. So, einfach hier hochfahren. Und wir kriegen dann auch wieder ein Auto. Auto vom Caesar. So, einfach hier hochfahren. Hochfahren, hochfahren, hochfahren. War. So, hier einfach mal aussteigen. So, und ich werde die Zwischensequenz jetzt auch gleich abbrechen. Da wir die ja in der letzten Folge schon mal gesehen haben. So. Gut. Dann hoffe ich, dass das diesmal besser läuft als in der letzten Folge. Weil da sind wir ja relativ lange Vierter gewesen. Und wurden relativ von der Straße abgedrängt. Nee, wir wurden nicht von der Straße abgedrängt. Ich erinnere mich, ich bin wieder fast mit dem Auto umgekippt. Das war's. In der letzten Folge wurden wir, glaube ich, beim anderen Rennen ziemlich oft abgedrängt. Und wir haben unseren Fahrerskill verbessert auch. So. Jetzt hier noch schnell rum. Wow. Und wie in der letzten Folge auch schon gesagt, ist das ja. Wow. Ist das jetzt hier dieselbe Strecke, wie wir hierher gefahren sind? Mist. Da ramme ich wieder viel zu viele. Und wir sind wieder nur Dritter. Und das ist gar nicht gut. Jetzt hat er uns aber von der Straße abgedrängt. Dieser Mistkerl. Ich glaube, das ist sogar der Freund von Catalina, der Neue. So. Oh, 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 oh. Mist. Trotz Offroad-Reifen fahre ich immer noch ziemlich schlecht. So. Oh, oh. Na, und der erste ist schon, hat schon einen kleinen Vorsprung. Oh, oh. Ach, Mist. Mist, Mist, Mist. Schnell raus, 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 raus. Oh, Mist. Ja, sind wir wieder gestorben. Irgendwie habe ich in dieser Aufnahme gar kein Glück. Und ich werde jetzt auch diesmal keine neuen Waffen kaufen. Die werde ich erst kaufen, wenn dieses Rennen vorbei ist. Und das Rennen machen wir in der nächsten Folge dann. Und ich würde sagen, in der Folge fahren wir einfach nochmal so ein bisschen rum. Und schauen uns die Gegend an. Hier sind auch ein paar Häuser. Oh, da kann man nicht drauf fahren. So, fahren wir hier einfach mal in diesen Vorort. So, und ich probiere jetzt mal einen Stunt auch aus. Oh, hier könnte man auch eine Wohnung kaufen. Ach, das ist die. So, und zwar, ich wollte jetzt auch nochmal einen Stunt in dieser Folge ausprobieren. Dazu fahren wir nochmal schnell hier außen rum. So. Und jetzt hier lang. Und ich hoffe, unser Motorrad ist schnell genug. Es sieht gut aus, es sieht gut aus. Ja, Monster-Sand-Bonus, Belohnung $500. Und hier gibt es übrigens noch eine kleine Besonderheit. Und zwar, wenn ihr euch diese Container hier mal anschaut. Hier ist eine 69 drauf gemalt. Und diese 69 dahinter ist auch so ein kleiner Mythos. Und zwar so ein Alien-Mythos. Darüber habe ich mich auch mal ein bisschen informiert. Es war eigentlich recht spannend, muss ich sagen. Aber
Aliens soll es dann doch nicht in GTA San Andreas geben, aber sie sollen mithilfe eines Mods hinzugefügt werden. Ich hatte auch mal diesen Mod mir auch mal angeschaut auf YouTube und naja, ich weiß nicht, ob es da verschiedene gibt, aber das war so ein Mod, der, da war man ein, also noch der Karl, aber der Karl war dann beim Militär und dann hat man ganz viel Geld, konnte sich Waffen kaufen und überall in San Andreas waren Aliens. Aber das war jetzt auch nicht so das Besondere. So, schauen wir uns hier mal in der Gegend ein bisschen um. Und hier vorne kann man offenbar auch noch ein Haus kaufen. So, und mal schauen, ob das Haus eine Garage hat. Weil ich überlege, ob man sich vielleicht nicht mal ein Haus kaufen könnte. Ja, und das Haus hat sogar eine Garage. Hm. Oh, das kostet aber 40.000. Oh, das ist dann doch ein bisschen teuer. So, steig mal aus. So, oh. Oh, da geraten wir gerade mitten in eine Schießerei. So. Ich parke hier einfach mal und sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, euer Frido. Oh, schade. Ciao.